Barry, Sie haben das erste Mal mit Spike Lee gearbeitet. War es eine schöne Erfahrung? Ja, es war großartig. Ich bin wie viele andere ein großer Fan von ihm und bin mit seinen Filmen aufgewachsen. Am meisten hat mich Do the Right Thing gefesselt. Das war, als ich aufs College gegangen bin. Ich glaube, er kam 1983 raus. Ich war vor dem Dreh noch nie in New York gewesen. Als ich einen Monat vor Drehbeginn dorthin kam, hatte ich die Gelegenheit, mir mit Spike Lee einige der Orte anzuschauen, die er im Laufe der Jahre durch seine Filme in meinem Kopf zum Leben erweckt hatte. Es war ein besonderes Vergnügen. Wie viel von Ihnen selbst steckt in der Rolle des Frank? Es ist unmöglich, nicht ein Teil der Figur zu sein, die man im Film verkörpert. Der Hauptunterschied zwischen meiner Rolle und mir sind definitiv die moralischen Grundsätze. Es gibt eine Kampfszene, in der Sie Monty verprügeln. War es körperlich anstrengend, das zu drehen? Ja, sehr. Wir haben einen ganzen Tag für die Szene gebraucht. Und wenn man 10 Stunden aufeinander einschlägt und den ganzen Tag über zornige Gefühle produzieren muss, ist man danach ziemlich fertig und ausgelaugt. Der Film erzählt nicht nur Montys Geschichte, er handelt auch von New York nach dem 11. September. Welche Erinnerungen haben Sie an diesen Tag? How did I remember the day of 9/11? Yeah. Emotionally changed. Dieser Tag hat mich wie alle anderen Menschen emotional für immer verändert. But filming it was very important. Der 11. September ist ein modernes New Yorker Drama. Man kann es nicht vermeiden, dass dieses Thema eine Rolle spielt. Es war ein ziemlich wichtiger Aspekt für den Film, nicht um es hervorzuheben, aber um zu zeigen, dass es allgegenwärtig ist. Es ist eine Narbe im Gesicht New Yorks und das wird es immer bleiben. Ich glaube, Spike Lee ist auch der erste Regisseur, der dieses neue New York zeigt. Ja, ich glaube, Sie haben recht. Wenn es einen Regisseur gibt, der das mit großem Respekt machen kann, dann ist es Spike Lee. Er ist New York und er liebt diese Stadt. Es ist ihm gelungen, New York auf eine schöne Art zu zeigen. Was würden Sie tun, wenn Sie einen letzten Tag in Freiheit hätten? Ihn mit meiner Frau und meiner Tochter verbringen. Nicht wie Monty, der eine Party feiert? Er ist nicht verheiratet und er hat auch keine Kinder. Wenn ich in seiner Lage wäre, würde ich wahrscheinlich etwas Ähnliches tun. Doch ich habe Familie, also würde ich es anders machen. Sie haben mit vielen erfahrenen Schauspielern wie Tom Hanks, Mel Gibson und Dennis Hopper gearbeitet. War das hilfreich? Nein, überhaupt nicht. Ich habe sie gehasst. Sie waren schrecklich. Natürlich waren sie großartig. Schauen Sie sich Dennis Hopper an. Er schauspielert schon seit fast 50 Jahren. Seine Karriere dauert schon so unglaublich lange an. Er hat Erstaunliches geleistet. Es ist wie die ultimative Schauspielschule, mit diesen Leuten arbeiten zu dürfen. Ja, it's great. It's like the ultimate acting class for an actor to have an opportunity to work with the guys like that. Was machen Sie als nächstes? Ich habe gerade den Film The Snowwalker zu Ende gedreht, der in der kanadischen Arktis spielt. Es ist ein Abenteuerfilm, es geht ums Überleben. Das heißt, Sie erholen sich ein wenig? Ja, ich hänge etwas in Berlin herum. My pleasure.